Guten Morgen alle miteinander. Achso, wollte gerade fragen, ob du schon aufnimmst, aber ich ja, nehme du auf, nimmst ja. auf. Gut. Hallo. Aufwachen, Karin. Ja. Aufwachen. Nee, aufwachen, er dann. Achso. Okay, ich wecke mal Sam auf. Wir sind gerade angekommen auf der anderen Seite Amerikas. Nein, nicht ganz, aber wir sind über irgendeinen großen Teich gefahren, was auch immer das für einer ist, weil geografisch war da ja zumindest heute noch keiner. Ja. Zwischen Ostküste und Westküste. Es sei denn, man nimmt die großen Seen irgendwie, aber... Na, müsste man ja auch nicht eigentlich. Könnte man ja auch umfahren, also über Land. Umlaufen. Umlaufen. So, wir sind jetzt auf jeden Fall da. Wir haben hier schon mal aufgeladen. Aber hier ist noch mehr. But there's more. Keramik. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles, ja, was nicht... So, das hier können wir garantiert nicht mehr tragen. Aber... Das, nö, doch, das können wir immer noch. Wie sieht das denn aus? Das fällt doch gut aus. das ist echt Quatsch. Okay. Ja, wir hoffen, ihr seid gut im neuen Jahr angekommen. Es ist ja mittlerweile 2020. Wir sind also ein Jahr näher an der Death Stranding-Apokalypse hier dran. Ich weiß nicht genau, wann das sein Wenn soll. Wenn nicht an der, dann an der Klimawandel-Katastrophe. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Stück weit so eine Art Metapher. Meinst du? Vielleicht. Meinst du? Oh Mann. Das ist echt ganz schön... Oh. Ja. Oh, du bist durch die Wand geglitscht. Das passiert mal, wenn man so viel trägt. Oh, oh Gott. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Das kriege ich niemals bis dahin. Aber du hast doch schon mal... Ja, aber da bin ich nicht so weit gelaufen. Jetzt... So. Ich glaube, jetzt müssen wir relativ vorbei... Na, jetzt komm! Das nehme ich aber nicht mehr mit. Was da alles liegt. Das sind Schmuckstücke. Schmuckestücke? Kann ich das Auto nehmen? Nein, das ist irgendwie rot. Locked. Ach, man. Aber du könntest es vielleicht später nehmen. Ja, na später, ja. Aber nicht jetzt. Gibt's hier Motorrad? Lass aussehen. Warum stehen denn hier drei Autos und kein Motorrad? Das ist doch scheiße. Oh, und dann noch diese jaulende Musik. Ey, Leute, ganz ehrlich. Die Motorräder haben alle den Mules. Die Mules? Die Mules. Weil wir haben nämlich eben ein bisschen gelesen und gelernt, dass die Mules mit Fragile teilweise zusammenarbeiten. Ja, also Fragile, wir erinnern uns, die andere, quasi unsere Konkurrenz, ja. Praktisch das Hermes zu unserem DHL, um mal zwei zu nennen. Es könnte auch PIN sein, wir wollen natürlich jetzt niemanden hier außen vor. Oder Ups, oder FedEx, oder so. Nee, so gibt's nicht. Oh, hier ist es aber schön mit den Felsen und so. Ja. Die Musik ist auch schön. Eben war es noch Gejaule. Na, jetzt höre ich ja, dass da auch Menschen singen, wirklich. Also. Dass das nicht nur ein Ausschnitt aus Cats, dem Film, ist. Da wird nicht gejault, da wird miaut. Ja. Wird da viel miaut in dem Film? Also eigentlich das Einzige war ein Lekell, der einmal so miau, miau, miau. Völlig sinnlos. Wieso sinnlos? Vielleicht war das total deep und du hast es nur nicht verstanden. Ja, ich hab's nicht verstanden. Guck mal, ich glaube, wir müssen nur nach da vorne, das kriegen wir ich hin. Ich hab auch nicht verstanden, warum Idris Elba nackt war. Hatten alle anderen Katzen denn Klamotten an? Nein, aber die hatten halt Fell, das abweichend von ihrer Gesichtsfarbe war. Und da hast du halt gesehen, okay, das soll Katzenfell sein. Ja. Weil Idris Elba war die Fellfarbe exakt seiner Hautfarbe und deswegen dachtest du, er wäre nackig. Aber vielleicht war das so gedacht, vielleicht war er so ein promiskuitiver Kater. Achso. Naja, er war auf jeden Fall der Bösewicht. Naja, die sind ja oft ein bisschen promiskuitiv. Ja. Denn in der westlichen, prüden Gesellschaft wird ja Nacktheit und Promiskuität oft mit Bosheit. Oder zumindest mit Verruchtheit assoziiert. Mhm. Ja. Ja. Ja, wenn du das sagst. Ich möchte das jetzt einfach mal so staten. Ich lasse das mal so im Raum stehen. So. Das war jetzt nicht so weit, Gott sei Dank. Ach, da müssen wir noch hin? Ich glaube schon. Also jetzt erstmal so. Ich hoffe. Also ich werde jetzt auf jeden Fall eine Menge Zeug hier abladen. Und so ist es nicht. Na komm. Darf ich da jetzt... Terminal? Nein. Na. Jetzt. Nein, nicht schlagen. Ach komm. Da ist es. Puh. Liefern. Ich werde einfach liefern. Bestätigen. Machen wir. Alle drei? Ich glaube, die anderen waren nicht. Das andere ist, glaube ich, Ausrüstung für uns. Da waren ja auch so Blutgranaten dabei und sowas. Oh, das ist Samuel Jackson. Nein, er ist schwarz. Ach so, Morgan Freeman. Meine Fracht ist immer sauber. Die haben mir schon Einlauf gegeben. Was jetzt? Dann komm noch mal raus. Nicht immer nur mit den Hologrammen hier.
Es lag aber vorne am Hafen. Hätte doch auch selber holen können. Ja, meine Lieblingsszene zum Thema hier schwarze Schauspieler ist bei der Serie Extras, so eine britische, mit, wie heißt er? Ricky Gervais? Gervais. Wo halt auch irgendwie ein schwarzer Schauspieler ist und er denkt, das ist einer, sag ich mal Samuel Jackson, dabei ist irgendwie ein anderer und dann, aber ich will nicht sagen, dass alle Schwarzen gleich aussehen, aber dann, und dann redet er sich immer mehr rein. Na, das so, so muss das sein. Und dann wird es immer peinlicher und der, ich glaube, das ist sogar Samuel Jackson, der da gerade steht. Guckt dann immer so kritisch, so, ne? Das ist, kann ich das ist gut eine verstehen. Sehr gute Szene. Ja, ja, ja. Nee, Meister Frachthelfer verliehen. Guck mal, wir sind Meisterfracht. Du kannst jetzt besser dein Gleichgewicht halten. Das brauche ich. Das brauche ich wirklich. Wo kriegt man das bei Frachtzustand, oh, das, da bei wo die Zehen gerade ist. Ja. Rechts. Da wo die Hände die Fracht umfassen. Ja. Mhm. Das scheint wichtig zu sein. Das sollten wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Natürlich. Das heißt Q-Tip. Damit macht man die Ohren sauber. Genau. Oder man schminkt sich damit. Ja, mit Wattestäbchen macht man, kann man so Details schminken. Das weiß ich, weil wir gerade meiner Schwägerin sowas geschenkt haben zu Weihnachten. Ein wiederverwendbares Q-Tip sozusagen. Okay. Das so aus, also halt nachhaltiger ist, aus recyceltem Plastik. Mhm. Und das kann man, die Enden sind so aus irgendeinem Material, dass man es waschen kann mit Wasser. Okay. Und dann trocknen und dann wiederverwenden. Und man nicht immer die Dinger wegschmeißt. Schön, guck mal, da oben sind wir jetzt. Und wo ist da jetzt Wasser gewesen? Na, guck mal, da in der Mitte sind diese ganzen Krater. Wahrscheinlich sind wahrscheinlich da die ganzen Städte explodiert. Das ist, denke ich mal, so, ne? Also, ich meine, die großen Seen sind ja da oben. Man sieht ja dann noch den, den Michigansee und so. Und das da in der Mitte, da wo wir rüber sind, ich denke mal, dass wir da rüber sind, das sind ja alles diese verbunden, miteinander verbundenen Kraterseen. Mhm. Also, ein bisschen wie die Mecklenburgische Seenplatte. Mhm. Quasi. Sehr schön. Rauchabgebender Frachtköder. Aha. Okay, jetzt können wir so Rauch abgeben. Cool. So, was ist jetzt hier? Zentrale Region. Aha, aha, aha. Dieser Bereich ist verbunden. Das ist ja super. So, we're finally on the network. Long time coming. Glückwunsch. We won't hold anything back. Capital Not City will get everything. If all this info sharing makes everyone safer, I'm all for it. You can bet I'm not the only one. Feels that way. I suppose it was better when Bridges 1 first came this way. At least I don't remember terrorists and BTs making our lives difficult back then. Well, be careful. Na, damals war es ja auch eine, ein Konvoi, eine ganze Expedition. Jetzt läuft hier ein so eine Hansel durch die Gegend und verbindet alle. Ach, das war Ground Zero. And thank you. It'll only get harder from here though. Fast das Level einsteigen. Ja. It's different. Peaceful. The three cities out there. Lake, Middle and South Knot. Einfallsreiche. Das ist echt krass. Man könnte ja auch einfach reale Namen. Ich meine, es gibt ja hier New York und so. Sie beschreiben ja teilweise so echte Städte in den E-Mails und sowas. But that all changed a year ago, when the separatists carried out their attacks. One took out Middle Knot City. Okay. Schlecht. Okay. Also doch nicht mehr drei Städte. Bridges doesn't have the resources to link up the remaining cities on its own. We need to secure. Was meint ihr mit Ressourcen? Ich bin momentan die einzige Ressource, die hier irgendwas macht. Du bist eine gute Ressource. Ja, wollte gerade sagen. Wen sollen wir denn jetzt hier verknüpfen überhaupt? Da ist doch niemand mehr, sind alle in die Luft geflogen, hast du gerade erklärt. Tja. Das sind doch Hologramme. Stimmt. Wahrscheinlich ist, kommt am Ende raus, es gibt gar keine Menschen mehr, es sind alles nur Hologramme, alles nur KIs. Es sei denn, wir tun ein paar kleine Botengänge für sie. Aller Rollenspiel. Klar kann ich dir helfen. Aber dafür musst du mir helfen. Oh. Oh. Nothing really. A chance to get back at Higgs, I suppose.
Wer ist nochmal Hicks? Gut. Ich dachte, ich bin der einzige Unaufmerksame hier. Also Fragile hasst irgendeinen Hicks. Das Problem ist, wir haben vor 2 Wochen das letzte Mal gespielt. Dazwischen haben unsere Gehirnzellen sich durch Glühwein und Weihnachtsessen verabschiedet. Das heißt, könnte schwierig werden mit der Story. Wobei bisher so komplex ist sie ja nicht. Also, sehr verworren, aber nicht, eigentlich nicht schwierig. Lauf von A nach B und drück allen Leuten deinen Q-Tip in die Hand. Oder so, weiß nicht. Was passiert jetzt? Kriegen wir wieder ein Schlafzimmer. Sind wir wieder in unserem Heim, Sweet Heim. Warum ist er denn jetzt gerade so gestresst? Ganz ehrlich, wir haben jetzt... Von den 5 Metern. 5 Meter davor also einen Tag auf dem Schiff gefahren. Nach Heiligabend und Neujahr auch immer. Ohne, dass man auch nur 5 Meter gelaufen ist. Ja, also, es wird wieder gebeached. He's always beaching around. Das ist geil. Die kleine Beach. Die kleine Beach. Sam, unsere kleine Beach. Hey, sis. Here. For me? It's called a keeper. It means not in old words. In old words? It also means it counts stuff. I add a not when I make a friend. Okay. Then how about I add another not every time I see you? Welches kleine Kind schenkt den erwachsenen Frauen so Schmuck? Very special. It is special. I made it for you. I'll treasure it, Sam. Ich habe so kritisch geguckt, als hätte würde sich gar nicht dran erinnern. Ja, was war denn das? Wer war dieser Junge? Something to eat? Alter, jetzt hör auf, mit deinen Maden ins Gesicht zu schieben. Ask your boss man. Wer hat seine Jacke ausgezogen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht war sie das. Fragile, wenn du schon in mein Schlafzimmer kommst, dann können wir hier auch gleich ein bisschen aktiv werden. Got a delivery for Porter. You're gonna need this on the road ahead. Was ist das denn? This will ID you as an associate of Fragile Express. Aber ich arbeite doch gar nicht für euch. From my blood and chiral crystals. Think of it as a kind of bond. Das ist alles immer so esoterisch bei denen. Übrigens auch Prepper. Wieso? Jeden Samstag prepper ich mich für die nächste Woche. So mit dem Wochenendeinkauf oder ja, was? Ja, genau. So voll gepreppt. Ich glaube, Essen für eine Woche habe ich. Wenn die Apokalypse kommt, überlebe ich 4 Tage. On your own. I'm not on my own. I'm not alone. Ich hab meinen Schirm. In the cave. Port not city. Next to your bed. So far apart, yet somehow we keep meeting. Ja, weil du mir folgst, du verdammte Stalkerin. Between where I should have been caught in void out. Yet here I am. Das war creepy. Die ist seltsam. Here I am. What the fuck? You can use the beach. I have a beach. You've got yours. I've got mine. Jetzt wurde uns das erklärt. Sie nutzt den Beach als Zwischendimension, um sich von A nach B zu bewegen. Praktisch. Ach, Hicks ist der Bösewicht gewesen, den wir bekämpft haben am Ende des 2. Kapitels. Der uns den Wal sozusagen auf den Hals geschenkt hat. Der Typ heißt wohl Hicks. Ich wusste nicht mehr, wie der heißt. Der mit der goldenen Maske. Oh, das ist aber wie bei Eleven wahrscheinlich nicht so gesund, wenn man ständig diese Kräfte benutzt. Suck in my blood dry. Dann frisst doch noch mal ein paar von den Viechern. You're going to Edgenot City, right? Place is full of terrorists. But if you're dead set on it, then you're gonna have to deal with heat sooner or later. Dann brauchen wir wohl bessere Kanonen. Oder überhaupt mal welche. Killing monsters and terrorists. It's not what I do. What if we did it together? Oh ja, lass uns das machen. I could use my power to help you. We don't have to want the same thing to be on the same side. Ja, was willst du denn? Wir wissen doch gar nicht, was sie will. Across my beach. Außer Hicks kalt machen. To any place the Chiralians thick enough. Any place connected to the Chiral network.
Oh, lernen wir jetzt das Springen? Das wäre der Hammer. Sachen? Bitte, bring uns das bei. Da muss ich mich nicht mehr durch die Landschaft latschen. Kann jemand Strand latschen? Ist auch gut. Hier. Call it an incentive. And call me if you need me. This will keep us connected. Okay. Es ist mit Schirm, Schaf und Melone. Tschüss. So, jetzt haben wir ganz viele Anhängsel am Arm. Mhm. Rechts eins, links eins, an der Wand ein Schirm. Ja, geil. Schnellreisen. Wir haben die Schnellreisefunktion. Jeder Schutz im Gebiet mit chiraler Netzabdeckung. Alle Gegenstände, die du trägst, werden im privaten Spind abgelegt. Also wir können nichts mitnehmen. Ja, na gut, das wäre ja nicht so. Das wäre dann viel zu einfach, aber... Man hätte zugezwingen können. Finde ich gut. Ja, wir gehen mal einmal auf Klo, dann gehen wir nochmal duschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge mal, was wir überhaupt machen müssen jetzt hier. Weil so richtig... Na, Terroristen töten und Monster töten. Ja, aber noch kann ich die nicht töten. Ich kann niemanden töten. Terroristen töten geht sowieso schwierig, weil Leute töten ist ja eine schlechte Idee in der Welt irgendwie. Habe ich zumindest so verstanden. Wegen Atomexplosionen, die dann passieren. Also, du läufst mit Flammenwerfer durch die Gegend und verbrennst sie. Also. Direkt verbrennen, ne? Was eigentlich eine, warum wird da nicht mehr mit Flammen gearbeitet? Ja. Stimmt eigentlich. Na gut, wir gucken einfach mal, was wir hier zu tun haben. Wahrscheinlich wieder irgendwelche... Achso, wir sollen ja irgendwelche Prepper besuchen. Hm. Die Frage ist, wie man die findet oder ob man jetzt, ob wir jetzt einfach die Landschaft ablatschen müssen. An den gucken. Hohen Vorratstürmen. Ah. Das wird es wahrscheinlich sein. Du meinst so schiefe Türme von Pisa, alles so mit Dosen, und Wasserflaschen und sowas. Ja, na gut, dann mit diesen Bildern verabschieden wir uns und schalten zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.